Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau und heute geht es um folgendes Thema: Schutzmasken. Ich lese zurzeit ganz viele Sachen über das, also wenn wir hier um das Thema C reden, anders nenne ich es nicht mehr, zum Thema Schutzmasken. Und da heißt dann, FFP3 ist alles, FFP2 kannst du wegschmeißen. Dann gibt es die andere Seite, die sagt, Schutzmasken bringt überhaupt nichts, du brauchst nur eine, wenn du infiziert bist. Beides ist falsch. Und wenn du also wissen willst, welche Masken ich wann nehme, wann nehme ich die OP-Masken, wann die FFP1, FFP2, FFP3, die Halbmaske, die Vollmaske, P1, P2, P3, was es da alles so gibt und welche Schwachstellen das die jeweils haben und warum die größte Schwachstelle an jeder Maske wir sind, dann bleib einfach dran. Leute, beginnen wir doch mal, wie kann ich mich denn eigentlich infizieren? Und man geht davon aus, dass die allergrößte Infektionsgefahr daran liegt, dass man sich eine Schmierinfektion hält. Und das liegt bei über 80% laut aktueller Expertenmeinung. Das heißt, ihr berührt irgendwas, was kontaminiert ist, wo also die Viren drum haben, kommt es damit an Mund, Nase oder Augen zum Beispiel. Wie passiert sowas? Ja, irgendjemand, da kommen wir gleich zu Punkt 2, wie man sich infizieren kann, wenn jemand niest. Wenn der völlig ungeschützt niest, dann können die bis zu 4 Meter weit die Tröpfchen fliegen, dann können bis zu 4 Meter weit die Leute infizieren. Und bitte auch daran denken, die gehen nicht sofort runter, sondern die bleiben nur gewisse Zeit in der Luft. Also wenn ich kurz danach durchgehe, könnte ich mir immer nur ein paar Tröpfchen einfangen. Also was das meiste ist, die machen dann immer Husten in die Hand. Und danach gelangen sie damit irgendwas an. Das ist natürlich das Schlimmste, was man eigentlich machen kann. Weil so verbreitet sie sich am schnellsten. Türklinken und was auch immer. Tröpfcheninfektion durch Sprechen oder Atmen. Wenn ich hier spreche, dann pro Atemzug kommen von 1000 bis zu 50.000 Tröpfchen raus, die eine Größe haben von 1 Mikrometer. Das wird später noch wichtig. Wenn jemand richtig hustet, dann haben dort die Viren auch immer in Tröpfchen gebunden. Die haben so 10 Mikrometer groß. Bitte diese zwei Zahlen, 1 Mikrometer, 10 Mikrometer merken. Die brauchen wir später noch. Und der vierte Punkt ist Wunden. Ich habe vielleicht irgendwo einen kleinen Stich, den habe ich gar nicht mal gemerkt. Und gelangt dort dorthin, dann ist natürlich die Barriere der Haut durchbrochen und dann könnten da die Viren auch reinkommen. Und unsere Aufgabe ist jetzt schlichtweg, diesen Übertragungsweg zu unterbrechen. Kommen wir mal zuerst zu den chirurgischen Gesichtsmasken oder besser bekannt dann OP-Masken. Ich habe jetzt hier leider keine da, deswegen simuliere ich die jetzt mit diesem Taschentuch. Ich lese euch das mal vor. Chirurgische Gesichtsmasken filtern die Atemluft von Ärzten und Pflegepersonal und verhindern dadurch eine Infektion des Patienten. Sprich, bei der OP ist der ja direkt über einen offenen Körper. Wenn dort natürlich ein Tröpfchen von dem in euer Blut kommt, werdet ihr sofort infiziert und deswegen haben die zum Schutz diese Masken dran. Für einen Schutz in die andere Richtung sind sie eigentlich nicht vorgesehen, da die Masken nicht lückenlos an die Gesichtshaut schließen. Außerdem werden die Masken häufig lässig getragen, also nicht richtig fest, sondern vielleicht so. Und da können natürlich Viren und andere Krankheitskeime hier an der Seite reinkommen. Also vor allem die Aerosole. Deswegen bieten die keinen hundertprozentigen Schutz. Aber sie sind besser als ihr Ruf, tatsächlicherweise. In einem Test, in einem klinischen, haben sie dann festgestellt, dass sie bis zu 94,5% aller Viren filtern, wenn sie richtig angelegt sind. Sind sie lässig angelegt, also falsch, dann nur 70%. Aber immerhin. Wichtig für euch, ihr habt die hier dran, das heißt, die durchnässen hier und damit ist die Schutzwirkung nach ungefähr 30 Minuten vorbei. Das heißt, wenn ihr sowas habt und draußen damit rumrennt, um zum Beispiel andere zu schützen, da haben sie nämlich einen Vorteil, da kommen wir aber später noch drauf, dann pro halbe Stunde eine mitnehmen, also wenn ihr 2 Stunden raus habt, 4 Stück mitnehmen, die gibt es ja immer im 50er, 60er Pack. Auch drauf schauen, dass Typ 2R drum steht. Wichtig ist dieses R. Das R steht für Flüssigkeitsresident, dann halten sie viel länger als die anderen, die dies nicht haben. Also die anderen, ja, also ich würde die Flüssigkeitsresistenten, die halten sie einfach länger. Vorteil an denen ist, sie sind erstmal sehr günstig.
Zweitens, mehr gibt es in Massen. Und drittens haben sie ganz wenig Atemwiderstand. Was gar nicht so schlecht ist. Die haben noch weitere Vorteile, aber dazu später. So, gehen wir mal, welche Maske brauche ich denn jetzt? FFP1, FFP2, FFP3, was ist eigentlich der Unterschied? Man kann kurz festhalten, desto mehr so Filterschichten da drinnen, desto besser ist die Schutzwirkung, also desto höher die Schutzstufe. Nachteil natürlich ist, da muss der Sauerstoff, wenn ich einatme, muss doch mehr Schutzschichten, das heißt, ich muss mehr machen. Also durch eine FFP1 atme ich mich viel leichter als durch eine FFP3-Maske zum Beispiel, das muss man berücksichtigen. Berechnet werden die alle, und zwar wird ein Test gemacht mit Partikeln, die 0,6 Mikrometer groß sind. Also nur zum Vergleich, die Atemtröpfchen, die kleinsten, haben 1 Mikrometer, sind also fast doppelt so groß, wie in diesem Vergleich gesetzt ist. Bei FFP1 heißt das, die holen ungefähr 80% raus bei 0,6 Mikrometer, bei FFP2 halten die 94% raus und bei FFP3 99%. Bei 0,6 Partikelgröße. Den Virus an sich, wenn der alleine unterwegs wäre, würde auch eine FFP3-Maske nicht aufhalten, weil der ist dann noch viel, viel kleiner. Gut, wie gesagt, atmen mindestens 1 Mikrometer, husten 10 Mikrometer, also ein Husten hält tatsächlich auch locker eine FFP1-Maske auf, ganz locker. Und die FFP2-Maske, wie gesagt, bei 0,694%, da kann man sich ausrechnen, 1 Mikrometer aufwärts, da holt die noch viel mehr raus, hat also einen sehr guten Schutz. Es gibt aber eins, was alle Masken haben, ganz egal, und selbst wenn ich sowas hernehme, als Beispiel mal, ein BH, schaut witzig aus, hat aber einen riesen Vorteil, ich kann, wenn ich das Ding drauf habe, kann ich mir nicht mehr an Mund und Nase greifen. Wenn ich jetzt hier dazu eine Brille und wenn das eine Sonnenbrille ist, aufsetze, dann kann ich auch nicht mehr in die Augen, dann habe ich einen Großteil, dann habe ich zumindest über einen 80%igen Schutz auf alle Fälle. Und der zweite Vorteil ist, Masken sind ja eigentlich dafür gedacht, dass ich andere nicht anstecke. Und das funktioniert mit der auch relativ gut, weil zumindest das meiste bleibt hier im BH hängen. Kein 100%iger Schutz, aber definitiv besser, als wenn man gar nichts hat. Nur mal zum Vergleich, in Ebola-Schutz-Set 1, Stufe 1, ist folgendes, das heißt, ich habe mindestens 1,20 Meter Abstand, soll ich leid, also gegen die Tröpfchen quasi, und ich bin aber trotzdem im vielleicht kontaminierten Gebiet, dann sagen die, nur eine OP-Maske reicht. Also die nehmen sogar noch einen geringeren Schutz her und sagen, es reicht. So, wann muss ich jetzt welche Maske aufsetzen oder sollte ich welche Masken aufsetzen? Ihr seid selber infiziert, machen wir mal dieses Beispiel. Dann wäre es eigentlich super, ihr setzt eine FFP3-Maske auf, bietet den höchsten Schutz. Falsch. Die FFP3-Maske hat ein Auslassventil. Das sieht man hier innen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel niesen würde, dann würde durch das Ventil alles nach vorne schießen. Also es käme hier quasi raus. Es ist natürlich besser, als wenn ich gar nichts drauf habe, aber das mit Ventil, die Masken, sind für die Leute, die infiziert sind, nicht unbedingt der beste Schutz. Da ist tatsächlich die normale Maske vom OP-Maske, ist hier die bessere Alternative, weil hier habe ich kein Ventil. Oder es gibt auch FFP2-Masken ohne Ventil oder dann halt eine FFP1-Maske. Bietet tatsächlich den meisten Schutz. Was man da machen könnte, wenn man jetzt sagt, ich habe nur die FFP3, dass ich beim Niesen eben auch in die Armbeuge, dann bietet es zumindest einen relativ großen Schutz. Gut, jetzt kommen wir zu dem, was wahrscheinlich die allermeisten von uns sind, wir sind nicht infiziert. Wie sollten wir uns schützen? Das Erste, was ich dazu sage, nehmt euch immer Brille und Handschuhe mit. Weil, wenn ich schon mal Handschuhe drauf habe, habe ich schon mal gar nicht an der Hand und habe zumindest auch den Infektionsweg, wenn hier eine Wunde drin ist, unterbunden. Danach kann ich die dann schön ausziehen, kann man nur die Hände waschen und weiß, da bin ich schon mal safe. Und Brille eben, damit es euch selber nicht in die Augen gelangt. Oder wenn euch jemand direkt anniesen würde, dann fängt es zumindest einen Großteil ab. Ja. Aber bitte keine normale Brille, wo ich dann an der Seite so reingelangen kann. Das macht man nämlich einmal ganz gern. Gut. Eine OP-Maske richtig angelegt bietet 94% Schutz und bietet natürlich Schutz hier vor der Hand und ist einfach vom Atmen her mit Abstand am angenehmsten zum Tragen, muss ich sagen. Also auch hier merke ich, dass es etwas warm wird innen drin, aber lang nicht so wie mit einer anderen Maske.
FFP1 würde ich jetzt persönlich nicht empfehlen. FFP2 ist das, was zum Beispiel auch die Rettungsfahrer, die Rettungswagenfahrer haben, was im Krankenhaus verwendet wird, was auch ich im Normalfall hernimmt. Vorteil ist, sie haben erstmal billiger wie FFP3. Das ist ja auch ein Punkt momentan. Und das zweite ist, ich kann viel länger durchatmen, weil es mir das Atmen viel leichter fällt. Ich empfehle euch die mit Außenatmenpilz. Ventil, solange sie nicht infiziert hat, weil einfach das Ausatmen vielleicht, es ist da drin nicht so heiß und man kann die viel länger tragen. FFP3-Masken nutzen eigentlich die Krankenhäuser etc., wenn sie direkt am Patienten arbeiten, der dauernd rumhust, wo es also wirklich ist. Da muss ich dann aber sagen, wenn es soweit ist, empfehle ich eine Vollmaske. Vielleicht jetzt nicht unbedingt gleich mit dem Zivilschutzfilter, sondern da gibt es auch P3-Filter. Der ist leider noch nicht da, den hätte ich euch gerne jetzt gezeigt. Ich blende euch ein. Weil hier habe ich halt den kompletten Augenschutz dabei, die kann nicht verrutschen, die ist komplett an der Seite zu und damit habe ich natürlich einen viel, viel höheren Schutz als mit FFP3. Aber ist natürlich noch unangenehmer zum Tragen. Ich musste die mal 9 Stunden tragen, als ich hier an einem giftigen Gerät gearbeitet habe. Ich weiß, von was ich rede. Im Übrigen haben wir alle ein Problem, auch so ein 3-Tage-Bad bietet natürlich hier Durchlässe und dadurch ist natürlich der Schutz nie so hoch. Also in dem Fall, wenn ich die Maske aufsetzen würde, würde ich mich komplett rasieren. Nur so als kleiner Tipp. Mein Anziehen, dass man hier fest drückt, schaut, dass hier kein Loch nicht ist irgendwo, kann man hier füllen, zumindest ein bisschen, das ist jedem klar. Das Ausziehen, das ist eigentlich das Schwierigste an der Maske, weil wir gehen jetzt davon aus, hier außen haben sich die ganzen Viren angesammelt. Das heißt, die meisten machen ja hier so, nehmen das Ding, ja, toll, damit habe ich natürlich alle Viren wieder da dran, bringt nichts. Wie zieht man die richtig aus? Als erstes mal die Handschuhe ausziehen, die ihr am habt, dann Hände waschen 30 Sekunden. Die müssen sauber sein, also die dürfen nicht kontaminiert sein, weil ihr gelangt euch jetzt hinten in die Haare und sonst habt ihr dort wieder die ganzen Viren. Dann nehmt ihr das, so geht es nach vorne. Und dann lässt man die nach unten gleich in den Abfalleimer wegfallen. Wer die jetzt unbedingt meint, ich muss die nochmal verwenden, das sind Einwegteile, bitte, möchte ich nur sagen. Wer aber meint, er muss die nochmal, es gibt manche Hersteller, die sagen, da muss man sie ja zum Trocknen aufhängen. Trocknen nicht irgendwo in einem geschlossenen Behälter, sondern am besten irgendwo weit weg. Wenn ihr mit dem fertig habt und ihr habt die weggeworfen, geht das Spielchen nochmal, dann hat es hier kontaminiert, weil diese Dinger waren ja kontaminiert, also nochmal Hände waschen 30 Sekunden. Es ist also ein Mordsakt, so mal schnell die Maske abnehmen für ein paar Sekunden, um Luft zu kriegen, das ist nicht. Zumindest nicht, wenn man es richtig macht und wenn man Schutz haben möchte. Also was kann man denn jetzt tun? Wie gesagt, Atemschutz nach Wahl, ihr habt jetzt die Möglichkeiten, es muss jeder für sich selber entscheiden. Da eine mag es eher bequem, ist nicht ganz so sicher, aber immer nur besser als nichts. Der andere mag es ganz sicher, dafür ist es halt nicht so bequem. Eine Hauptverteidigungslinie ist nach wie vor das. Seife, Hände waschen, 20, 30 Mal am Tag. Das ist das Beste, was euch passieren kann. Immer wenn ich irgendwas angelangt habe, was vielleicht jemand anders auch berührt hätten können, zack. Dann werde ich nur mit desinfiziert, also im schlimmsten Fall, wenn ich direkt was habe, dann tue ich nach dem Händewaschen auch noch desinfizieren. Sicher ist sicher. Ansonsten möglichst alle Orte meiden, wo jemand anders ist. Es ist am besten Massenansammlung komplett meiden. 2 Meter Abstand zum anderen, dann habt ihr auch nicht das Problem mit der Aerosole. Ja, und Schutzmaske, jeder wie es will. Ach ja, genau, warum ist die Seife so wichtig? Hat jetzt ein Virologe mir ganz cool erklärt. Der hat gesagt, du kennst das in einer Pfanne drin, die so fett, wo so Fett drin ist und du hast einen Spülitropfen rein, der macht wütt und das Fett geht quasi auseinander und ist weg. Das gleiche passiert mit der Fettschicht des Virus, der hat so eine Schutzschicht, so ein Schutzschild um ihn, der ist aus Fett, das löst das auf. Und damit ist der Virus relativ schutzlos und lang nicht mehr so gefährlich. So Leute, ihr habt es gesehen, ich bin halt echt nicht fit, ich hatte jetzt tagelang die Männergrippe. Ja, Frauen, ihr braucht nicht lachen, wir Männer leiden viel professioneller als ihr. Und deswegen war es nicht nur ein windiger Corona, nein, es war eine Männergrippe. Naja, deswegen bin ich halt nicht ganz so fit, deswegen auch meine Stimme. Naja, gut, wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Fährt euch!